Eine Zuschauerin hat mir mehrere Kommentare geschrieben, dass sie mich kontaktieren möchte, reagiert aber nicht auf meine Antworten. Eine Bitte war allerdings auch darunter. Und zwar soll ich doch mal einen Beitrag zu guten und günstigen Anbietern für Campervans machen. Was ich gefunden habe, dürfte sicher auch für andere interessant sein. Ich begrüße dich zu einem weiteren Beitrag hier und danke dir fürs Einschalten. Sofern dich Tipps und Themen zu USA interessieren, bist du hier genau richtig. Ein Roadtrip lässt sich in Amerika mit einem Mietwagen machen, mit dem Bus, dem Zug oder auf dem Motorrad. Eine andere sehr beliebte Variante ist das Recreation Vehicle oder auch RV oder Mobile Home genannt. Wer darüber nachdenkt, seinen Urlaub mit solch einem Fahrzeug durchzuführen, der steht zunächst vor der Frage, welche Größe denn sinnvoll wäre. Denn es gibt eine relativ große Auswahl und die bestimmt letztendlich auch die Höhe des Mietpreises. Wir müssen hier unterscheiden zwischen dem Campervan, das kann ein einfacher Minivan oder ein Kastenwagen sein, dem Alkovenmobil, also ein mit einer Wohnkabine überbauter Van. Dann haben wir teil- und vollintegrierte Wohnmobile und die sogenannten Wohnbusse oder Liner. Zuletzt genannte sind allerdings LKW-Aufbauten und sind hier vielleicht auch eine Spur too much. Der kleinste und wohl auch günstigste Camper dürfte wohl der Minivan sein. Häufig muss dafür ein Chevy Grand Caravan herhalten, dessen Bereich hinter Fahrer- und Beifahrersitz mit einer Matratze versehen und als Schlafkabine verwendet wird. Wer sich für ein solches Fahrzeug entscheidet, muss sich mit einem sehr geringen Platzangebot zufrieden geben. Also für Pärchen oder gute Freunde geeignet. Wer es ein bisschen komfortabler haben möchte, wählt doch eher den Kastenwagen, in dem man zumindest mal aufrecht stehen kann. Die gegenwärtigen zeitgemäßen Ausführungen von Kastenwagen sind entweder mit einem Hubdach oder einem festen Hochdach ausgestattet. Hier gibt es allerdings unterschiedliche Ausbauarten und dementsprechende Preiskombinationen. Manche sind sogar schon mit Toilette ausgerüstet, mit 4 Schlafplätzen allerdings auch maximal ausgereizt. Die Alkoven-RVs repräsentieren heutzutage die traditionellen Wohnmobile. Diese Fahrzeuge zeichnen sich durch eine Schlafnische aus, die sich direkt über dem Fahrerhaus befindet. Diese Bauweise ermöglicht eine optimale Nutzung des verfügbaren Raums. Während beispielsweise die Kinder in der Schlafnische über dem Fahrerhaus schlafen, können die Eltern im Wohnbereich verweilen. Zusätzlich können oft Sitzbänke oder Tische zu weiteren Schlafmöglichkeiten umgebaut werden. Außerdem sind hier bereits Küche, WC und Dusche integriert. Während die Fahrerkabine beim Alkovenmobil noch vom Aufbau getrennt ist, hat man beim teilintegrierten Wohnmobil die Möglichkeit, das Führerhaus zu betreten, ohne dafür aussteigen zu müssen. Besonders mit Kindern dürfte dies wesentlich kommunikativer sein. Wer mit nervigen Kindern unterwegs ist, nimmt also doch lieber den Alkoven. Auf jeden Fall sind sowohl Wohn- und Schlafraum als auch die Stauräume noch einmal deutlich geräumiger. Denn die Betten sind im Regelfall im Heck untergebracht. Das Führen eines voll integrierten RVs ist nicht so einfach für jede Führerscheinklasse erlaubt, daher beschränke ich mich heute nur auf die bereits genannten Fahrzeuge. Nachdem du dir vielleicht während meines Gequatsches schon Gedanken dazu gemacht hast, welches Gefährt für dich oder euch in Frage kommen würde, fange ich schon mal mit den ersten Preisen an. Manche Vermieter haben neuere Wohnmobile und verlangen somit auch höhere Preise, andere bieten dafür mehr Inklusivleistungen. Was aber alle gemeinsam haben ist, mit einem deutlichen Unterschied und einem in meinen Augen riesigen Nachteil zum Rental Car, dass man sein Fahrzeug erst nach einem Tag abholen darf, also nach der Landung. Das ist gesetzlich so vorgeschrieben und zwingt jeden Mieter, die erste Nacht in einem Hotel unterzukommen. Mit den Vermietern verhält es sich so ähnlich wie bei den Rental Cars. Es gibt amerikanische Anbieter wie Escape, Road Bear, Cruise America, Brits, El Monte, Mighty oder Travelers und die werden dann wiederum bei uns in Deutschland von unterschiedlichen Vergleichsseiten angeboten. Ich habe fiktive Daten im Juni gewählt, jeweils vom 3. bis zum 24.06.24, also von Montag bis Montag, 3 Wochen abgehend in San Francisco bzw. Las Vegas und auch dort wieder eintreffend. Also eigentlich erstmal ganz simpel. Ich werde grundsätzlich die Grundausstattung plus die höchstmögliche Versicherung wählen, dazu ein 3000-Meilen-Paket und etwas Campingausrüstung. Ich beginne mit Camper Days und gebe dort unsere Daten ein. Ich bin gespannt. Gleich das erste Ergebnis wirkt gut. Cruise America bietet uns hier ein C30-Mobil an,
welches für bis zu 6 Personen geeignet ist und anfänglich mit 2026 Euro ausgepreist wird. Küchenausstattung, Bettwäsche und Handtücher und unbegrenzte Generatornutzung würde ich für mich schon brauchen. Und die 3000 Meilen sind dort auch schon mit drin. Das Paket kostet aber auch fast 1300 Euro. Dann zur Versicherung. Die Schutzbasis erstattet die Selbstbeteiligung der durch den Vermieter abgesicherten Schaden, Ausnahme Innenraumschäden, bis 3000 Euro. Mehr Details. Selbstbeteiligungsschutz Caravaning. Leistungsumfang. Übernahme der vertraglich geschuldeten und belasteten Selbstbeteiligung bei Unfall im öffentlichen Straßenverkehr, Diebstahl oder Beschädigung des Mietfahrzeugs durch Vandalismus und versuchten Diebstahl. Voraussetzung ist, dass die Haupt-Kfz-Kaskoversicherung, also Basisversicherung des Vermieters, für diese Schäden eine Leistung vorsieht. Neben dem Hauptfahrer sind alle weiteren Personen, die ebenfalls zum Führen des Fahrzeugs gemäß Mietvertrag berechtigt sind, mitversichert. Versicherungssumme. Abhängig von der Höhe der vereinbarten Selbstbeteiligung 2000, 3000, 5000 oder 6000 Euro. 3486,49 Euro ist also unser Preis für dieses Fahrzeug. Was jedoch beachtet werden sollte, ist die Entfernung zu San Francisco. Hier steht was von 47 Kilometern. Und wie komme ich dahin? Außerdem muss ich mich fragen, welche Zusatzkosten auf mich warten, wenn ich eine geringe oder sogar gar keine Selbstbeteiligung vereinbaren möchte. Denn besonders die Versicherungen sind zumeist der preisentscheidende Faktor. Hier bleiben also Fragen offen. Ich mache mir mal den Spaß und vergleiche das mit dem Anbieter selbst, Cruise America. Ich wähle unsere Daten, dann die Meilen, 3000, beste Versicherung, Küchenausstattung und 2 Personal Kits. Autsch, das ergibt hier 5.392,18 Dollar, also 4.950 Euro. Das dürften dann wohl die 1.460 Euro sein, die mir bei meinem Angebot von Camperdays vorenthalten wurden. Ist aber nur eine Vermutung, keine Unterstellung. Dann jetzt also Wechsel zu CU Camper. Mal sehen, ob es dort etwas Vergleichbares gibt. Sofort verfügbar und unserem Vormodell ähnlich ist dieser hier. Für 2 Personen ist der genauso ausreichend und mir geht es ja auch darum, preislich was einzusparen. Ein Tag soll 150 Euro kosten, womit wir bei 21 Tagen ja 3150 erreichen sollten. Ich befürchte allerdings, dass es nicht dabei bleibt. Null Selbstbehaltversicherung und Zusatzhaftpflichtversicherung von 2 Millionen Euro sind schon inklusive, die Meilen sind hier gestaffelt. Da ich 3000 Meilen veranschlagt habe, muss ich hier das Unbegrenzt-Paket wählen und wie beim letzten Fahrzeug wähle ich auch hier zweimal Geschirr und Besteck aus. Fahrzeug- und Küchenausstattung 1, die Generator-Flatrate gibt es offenbar kostenlos. Da kommen wir auf einen Preis von 4.499 Euro. Jetzt ist so ein Riesenteil aber auch nicht was für jeden. Also nochmal neu orientieren und einen Campervan suchen. Mal sehen, was wir da so finden können. Wieder zurück zu Camperdays. Escape bietet uns gleich 2 davon an, jeweils zu 2.919 Euro. Allerdings sind diese auch mal eben 62 Kilometer weit weg. Und noch dazu sind dort die Meilen begrenzt auf 100 pro Nacht. Beim Angebot der Travelers Autobahn haben wir unbegrenzte Meilen. Die Abholung ist in Anführungszeichen nur 29 Kilometer weit weg. Ich hatte noch keinen Campervan und auch kein Wohnmobil. Also hier mal eine Frage an dich. Ist das überall so? Oder kann man auch im Ort irgendwo sein Fahrzeug bekommen? Vielleicht ist das ja auch ausgerechnet in San Francisco so ein Problem. Bitte gerne in die Kommentare schreiben, interessiert mich. Na jedenfalls entscheide ich mich mal für den High-Top-Camper hier. 2.508 Euro ist der Basispreis, Selbstbeteiligungsschutz Plus kommt hinzu, Bettwäsche, Handtücher, Küchenutensilien und Geschirr, Tisch nehmen wir auch, 2 Stühle und den Rest klemmen wir uns. 3.260,06 Euro soll der Spaß kosten. Zum Vergleich nehme ich auch in diesem Fall den direkten Weg zu Travelers Autobahn und wähle ebenfalls den Hightop Camper. Unterschied zu eben, ich kann neben der Standardversicherung eine Protection Plus auswählen, was ich auch direkt mal mache. Unbegrenzte Meilen sind inklu, ich wähle wieder unsere Küchenutensilien, Stühle, Tisch und so aus und komme zum Endpreis von 3.693,27 Dollar. Umgerechnet 3.390 Euro.
Deckt sich also fast mit dem Camper Days Preis, doch hätte ich hier einen umfänglicheren Versicherungsschutz. Jetzt probiere ich es aber doch nochmal mit einem anderen Abholort, um zu sehen, ob es auch näher geht als bislang. Die Daten lasse ich so, wähle aber jetzt Las Vegas als Start- und Zielort. Und mit derselben Auswahl komme ich auf exakt den gleichen Preis wie in San Francisco. Dafür ist die Abholung nur 8 Kilometer entfernt. Auch bei Travelers selbst sieht es ähnlich aus. Der Preis mit 3.614,07 €, also 3.318 €, ist etwas günstiger. Damit es noch günstiger wird, hoffentlich, versuche ich noch kurz einen Caravan, bleibe auch jetzt in Las Vegas. CU Camper hat einen Wagen von Escape im Angebot. 2.516 € soll der ohne Ausstattung kosten. Hier aber schon der Hinweis, 100 Meilen pro Tag sind in der Miete enthalten. Weitere Meilen werden vor Ort berechnet und bei weniger gefahrenen Meilen wird die Differenz erstattet. Erstmal wähle ich wieder all unsere Add-ons, darunter 2.100 Freimeilen, komme dann auf einen Endpreis von 2.660 €. Dann noch ein Blick in die Mietbedingungen. In der Miete sind die 100 Meilen pro Tag enthalten. Nach der Reise werden vom Vermieter die tatsächlich gefahrenen Meilen ermittelt. Darüber hinaus gefahrene Meilen werden Ihnen vor Ort vom Vermieter mit einem Preis von $30 beim Fahrzeugtyp Santa Cruz berechnet. Da ich jetzt immer von 3.000 Meilen ausgegangen bin, muss ich also 900 Kilometer mit 30 Cent mal nehmen, muss also mit weiteren $270 Aufpreis rechnen. Damit kommen wir auf 2.900 €. Den ersten Abgleich probiere ich jetzt mit Escape selbst. Dort beläuft sich der Grundpreis auf $1.648. Dann kommt aber wieder die Sorglosversicherung, zweimal Bettwäsche, den Küchenkram und zack, sind wir schon wieder bei $2.663. Auch hier müssen wieder die $270 für die Zusatzmeilen obendrauf, also 2.933. In Euro umgerechnet macht das 2.694 und spart 206 € gegenüber CU Camper. Einen ähnlichen Wagen schaue ich mir jetzt noch bei Travelers Autobahn an. Vielleicht komme ich ja heute noch zu irgendeinem Schnäppchen. Und tatsächlich, die Autoscheune offeriert uns hier einen Dodge Grand Caravan mit Protection Plus, mit Küchenutensilien, Stühlen, Tisch, Bettwäsche und unbegrenzten Kilometern, einen Preis von $2.327, in Euro sind das 2.138. Natürlich kann ich hier nicht mal ebenso alle Angebote von jedem Anbieter vergleichen. Da mir persönlich die Preise immer noch zu hoch waren, musste ich für meine Zuschauerin ein bisschen weitergraben. Und da bin ich auf die FTI gestoßen. Hier soll der Station Wagon von Travelers Autobahn nur 1.831 € kosten. Inklusive aller Kilometer, Collision Damage Waiver ohne Selbstbeteiligung, 10 Millionen € Zusatzhaftpflichtversicherung, Zusatzfahrer, Campingausrüstung für zwei Personen, also Zwei-Personen-Zelt, Campingtisch, Küchenausstattung, Geschirrtücher, tragbarer Gaskocher, Wasserbehälter, Kühlbox, Reinigungsutensilien und zwei Campingstühlen. Auf den Fotos sieht man jedoch die Rücksitzbänke, welche ich ja nicht gebrauchen kann. Und die möchte auch niemand täglich aus- und einbauen, nehme ich mal so an. Dazu steht aber nichts auf deren Homepage. Also habe ich den Kundenservice angerufen und explizit danach gefragt. Die Dame wusste es nicht ganz genau, hat mich in die Warteschleife gelegt und sich informiert. Nach wenigen Minuten Wartezeit sagte sie mir, dass die Sitze einfach heruntergeklappt werden und so eine Liegefläche entsteht. Dazu habe ich auch mal ein Video gesucht und gefunden, damit du dir ein eigenes Bild machen kannst. Guckst du! Matratze und Kissen könnten dann laut FTI auf Anfrage zugebucht werden. Einen Preis konnte mir die Dame nicht nennen. Jetzt habe ich aber mal eben im Walmart geschaut. Dort kostet eine passende Matratze 54 auf 75 Inch $65. Zwei günstige $5 Kissen pro Person sollten ausreichen, also 85 € aufrechnen und die Bude ist mit 1.916 € komplett ausgerüstet bzw. startklar. Wo ich jetzt schon mal so ein Angebot bei FTI gefunden habe, gucke ich doch auch noch mal nach so einem fetten C30.
Damit ich möglichst viele Add-ons bereits im Preis habe, suche ich nach Super Inklusiv Plus Modellen. C21, 27 bis 29. Na, ich suche jetzt schon das 30er Modell für einen Direktvergleich. Hier, C30 Super Inklusiv Plus. Selbstbeteiligung liegt allerdings schon mal bei 2500. Kostenpunkt 3938 Euro. Wir scrollen mal ein bisschen und hier unter Zubehör steht, dass wir für die Campingausstattung $75 pro Person zuzüglich $125 pro Fahrzeug zu zahlen hätten. Auch die Generatornutzung wird extra berechnet und ob wir Campingstühle bekommen, steht noch in den Sternen. Das ist ja eher ernüchternd. Damit kämen wir auf 4.459 Euro, legen allerdings immer noch 40 Euro unter dem Preis von CU Camper. Ach, da fällt mir ein, ich bin ja auch immer noch in Las Vegas. Ja, egal. Dann suche ich es in San Francisco nochmal mit Check24. Ich habe wieder sämtliche Häkchen gesetzt und finde hier ein C-Large für 6 Personen. Ich nehme an, das ist ein C30. Hier bei Mighty. Unbegrenzte Meilen, Navi und Zusatzfahrer sind im Preis drin. Toiletten- und Küchenausstattung, Generator Flatrate, Handtücher und Bettzeug muss ich dazu buchen. Jetzt der Preis. 3.925 Euro. Die Haftpflichtdeckung liegt bei 2 Millionen Euro. Dafür liegen wir aber auch preislich 534 Euro unter dem bislang günstigsten Angebot. Die Abholung ist auch hier 56 Kilometer außerhalb. Aber das scheint ja üblich zu sein in der Gegend San Francisco. Wer dieses hier oder ein ähnliches Schnäppchen buchen möchte, kann gerne mal meinen Link unten in der Beschreibung nehmen. Ich würde dann eine kleine Aufwandsentschädigung erhalten. Soll ich noch mal gucken, was denn ein Grand Caravan kostet? Komm, lass noch mal nach Las Vegas gucken und bei Check24. Dafür suche ich jetzt auch nicht in Motorhomes, sondern natürlich in den ganz normalen PKWs. Ich gebe da jetzt auch nicht alles ein, sondern einfach erstmal nur 6 Sitze und mehr. Ich scroll mal erstmal nach unten, denn den Chrysler kenne ich gerade nicht. Woho, 1702 Euro, Ford Expedition. Unter dem Aspekt habe ich ja noch nie danach gesucht. Mal sehen, wie es da mit den Rücksitzen aussieht. Let me go ahead and demonstrate that for you right now. So click the button. The headrests are gonna snap closed. Bringing the floor to completely flat once it stops. And so you have a completely flat third row there. I'm just gonna go ahead and tap both of them at the same time, fold them both down. And now I have roughly 12 feet of covered floor space that I can put just about anything that fits floor to ceiling inside this vehicle. Tada! Wenn wir dafür wieder Matratzen und Kissen kaufen, Campingtisch mit Sitzen und einen Doppelgasherd, wären wir bei 1875 Euro. Und wir hätten ein richtig geiles Auto unterm Hintern. Vielleicht wird er sogar noch etwas günstiger in den nächsten Wochen. Immer mal neu vergleichen, das lohnt sich. Auch in San Francisco geht's einfach mit dem Full-Size-SUV. Ein Chevy Suburban kostet dort nur 1584 Euro und die Rücksitze lassen sich genauso gut wegklappen. Hinzu kommt, dass der Wagen direkt am Flughafen abzuholen ist und außerdem direkt nach der Landung übernommen werden kann. Sorry für das ganze Hin und Her zwischen Las Vegas und San Francisco, aber ich weiß ja leider nicht, wohin meine Zuschauerin überhaupt fliegt. Und was sagst du? War was Interessantes für dich dabei? Würde mich schon sehr freuen. Ein besonderer Dank für die Unterstützung gilt heute meinen ersten Kanalmitgliedern Gerd und Sebastian. Und auch ein herzliches Willkommen an die ganzen neuen Abonnenten. Wenn auch du keine Inhalte mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne den Kanal und aktiviere die Klingel. Ich bin weg für heute. See you soon.